Doamna Rebecca Harms, 2 Minuten. Sehr geehrte Kolleginnen, ich glaube, dass wir seit langer Zeit wissen, dass nicht nur die Propagandamedien Russlands, sondern auch Teile der Politik Russlands darauf angelegt sind, Spaltungen und Polarisierungen in der Europäischen Union voranzutreiben, demokratische Debatten zu unterminieren und die Europaskepsis zu stärken. Dabei sind Fake News in den sozialen Medien ein ganz besonders beliebtes Mittel geworden. Aber interessant ist auch, dass der Kreml systematisch antieuropäische Parteien, rechtsextreme Populisten, wie zum Beispiel auch Fünf Sterne, aber auch linksnationalistische Parteien unterstützt und in diese Propagandaaktivität gegen diese Europäische Union einbaut. Wir haben das wahrgenommen in der Brexit-Auseinandersetzung. Wir haben Belege dafür, Frau Spinelli aus Frankreich. Und in den deutschen Wahlen gab es eine extrem interessante Zusammenarbeit zwischen Bots aus Nischni Nowgorod und der amerikanischen Alt-Right-Bewegung zur Stärkung der Alternative für Deutschland. Wie gehen wir mit sowas um? Die Auseinandersetzung, die wir darum führen, die dient nicht dazu, den Kreml irgendwie zu schlagen, sondern die Auseinandersetzung, die wir führen, die dient dazu, unsere Gesellschaften in ihrer demokratischen Verfasstheit zu stärken. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass wir die DG Stratcom haben. Die ist aber zu klein und die Vernetzung mit der nationalen Ebene ist nicht gut genug. Und über dieses Aufspüren von Propaganda und von Lügen in der Propaganda hinaus, glaube ich, dass die Europäische Union dringend Journalismus stärken muss. Darüber müssen wir eine Debatte führen, weil Journalismus ist geschwächt worden in den letzten Jahren. Dabei haben wir zugeguckt. Und eine letzte Sache möchte ich noch sagen, um den Kommissar zu stärken. Wenn soziale Medien anfangen, Nachrichten zu machen, wie Facebook oder Twitter oder Google das tun, dann müssen die ähnlichen Regeln gehorchen, wie auch Medienunternehmen und die Presse. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und zu mir, Domnul Möten.